ich begrüße euch alle zu diesem Gottesdienst hier in der Christusgemeinde in Tennenlohe, alle, die hier sitzen und alle, die von zu Hause aus zuschauen. Wir wollen diesen Gottesdienst beginnen im Namen unseres Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Welch ein Freund ist unser Jesus. So ist es. Jesus ist mein Freund. Ist er auch dein Freund? Deiner, Stefan? Irgendjemand in diesem Raum, der nicht sagen würde, dass Jesus sein Freund ist? Nein, das ist gut so. Gut, dass ihr das alle wisst. Ja, wir haben heute einen besonderen Sonntag, wie jeder Sonntag besonders ist. Aber heute ist der erste Sonntag in der Fastenzeit. Fasten, sich besinnen. Fasten. Wir können ein paar Kalorien einsparen oder irgendwas anderes. Die Frage ist, ob das wirklich der Sinn ist. Eine Schwägerin von mir hat mal gesagt, Fasten, das ist gut, ja. Fasten heißt verzichten und sie verzichtet aufs Fasten. Ja, kann man auch sagen, ne? Aber ich glaube, wir machen das heute anders. Wir beginnen mit Besinnung. Wenn wir uns heute in diesen Zeiten besinnen wollen, dann kommen wir an Corona nicht vorbei. Das geht nun schon seit einem Jahr so und ein Ende ist nicht in Sicht. Und dann kommt mir der schlaue Spruch in den Sinn, jede Krise ist nur eine Phase, sie geht vorbei. Ja, aber sie geht schon vorbei, definitiv, irgendwann. Und die Ansteckungszahlen bis Mitte der Woche gingen auch schön nach unten. Wir haben gedacht, es wird besser, jetzt wird es schon wieder schlechter, wir wissen es nicht. Aber was ist, wenn wir in der Zwischenzeit daran kaputt gegangen sind, an dieser Krise? Die kritischen Stimmen mehren sich. Selbst im Brennpunkt nach der Tagesschau haben sie am Dienstag Menschen gezeigt, die am Kaputtgehen sind. Unternehmer, Kleinunternehmer, die keine Perspektive mehr sehen. Aus dem weiteren Bekanntenkreis haben wir gehört, eine Frau mit einem Blumengeschäft. Sie lebt im Moment von dem, was sie für ihre Altersversorgung gespart hat. Aber Ende Februar ist auch dieses Geld zu Ende. Und dann? Wie soll es weitergehen? Selbst wenn wir tatsächlich im wörtlichen Sinn fasten, also auf einige Mahlzeiten verzichten, dann sparen wir dadurch Mittel ein. Das tut unserer Linie vielleicht ganz gut, aber es sind trotzdem monatliche Ausgaben da, die wir nicht einsparen können. Und was dann? Ich persönlich bin überzeugt, dass in solchen Momenten, in solchen Situationen tatsächlich nur der Glaube helfen kann. Glauben. Das heißt ganz konkret wegschauen von meinem Problem und hinschauen auf Jesus, auf Gott. Wenn ich das tue, dann kommt mein Problem, was hier unten ist, völlig aus dem Blickfeld. Wir müssen wegkommen von dieser heute so laut verkündeten Lebenseinstellung. Mach deine Ärmel hoch und dann pack an. Es geht nicht um uns, es geht nicht um mich. Es gibt so viele Dinge, die ich persönlich überhaupt nicht lösen kann. Aber unser Gott kann.
Er ist der Höchste und der Heilige und er ist der Allmächtige. Was sollte uns passieren, wenn wir uns an ihm festhalten? Darum lasst uns glauben, weiter glauben. Das ist das Thema, das sich der Alex heute ausgesucht hat. Danke, dass du da bist zum Predigen. Wir freuen uns drauf. Guten Morgen auch an alle vor den Bildschirmen. Schön, dass ihr mit dabei seid, wenn auch aus der Entfernung. Ich hoffe, ich schaffe es ab und zu mal in die Kamera zu blicken. Die ist für mich nicht so ganz naheliegend. Ich gucke lieber dann die Menschen an, die ich sehen kann. Aber so ab und zu probiere ich es. Karin hat schon gesagt, es geht um weiter glauben. Und jetzt fange ich direkt mal mit dem Elefanten im Raum an. Ja, was denn nun? Weiter glauben oder weiter glauben? Ja, beides. Und es hängt auch beides eng miteinander zusammen. Es geht einerseits um Weite als Gegensatz zur Enge. Und da möchte ich euch gleich mal bitten, euch etwas vorzustellen. Und zwar ein Küken, das so frisch aus dem Ei geschlüpft ist. Das ist zuerst mal niedlich und hebt die Stimmung. Aber deswegen ist es gar nicht, dass ich will, dass ihr euch das vorstellt, sondern weil ich euch was klar machen möchte. Dinge, die wachsen, sprengen irgendwann Grenzen. Wenigstens Grenzen, die anfänglich zu eng gesetzt wurden oder die für eine gewisse Zeit nur da waren. Ein Ei, dessen Schale nie zerbrochen ist, erzählt ja nicht die Geschichte von einem Huhn, das glücklich bis an sein Lebensende gelebt hat, niemals gestört wurde von der Außenwelt, sondern so ein kleines, feines Heim hatte innerhalb seiner Schale und dort ganz zufrieden war, so wie es immer wollte. Sondern ein Ei, das nie zerbrochen ist, erzählt im Grunde keine Geschichte, sondern erzählt davon, dass da kein Leben ist, dass da nie ein Huhn war. Und andererseits geht es um weiter glauben im Sinne von weiterhin glauben. Nicht nur bis hierher, sondern auch weiter. Also als Alternative dazu, den eigenen Glauben aufzugeben, abzulegen, weil er einem inzwischen vielleicht zu kindisch vorkommt, naiv, schlicht, unauthentisch, das gibt es ja. Beides hängt zusammen. Mancher wirft seinen Glauben irgendwann ab, so wie eine Schlange ihre Haut abwirft. Wir Menschen machen das ja auch, nicht so am Stück, wenn doch, läuft was schief. Aber Häutung gehört dazu. Es ist Teil des Lebens und auch Zeichen dafür, dass etwas lebt. Und so eine Schlange, die häutet sich ja, weil sie selbst wächst, weil sie größer wird, aber die Haut nicht. Die Haut wird irgendwann nicht mehr versorgt, die trocknet aus, die platzt dann und fällt ab. Naja, das heißt, die Schlange wird weiter und die Haut bleibt eng. Die Schlange zieht dann irgendwann weiter und die Haut bleibt liegen. Wenn wir das jetzt als Bild für den Glauben nehmen, dann scheint das erstmal zu erschrecken. Da bleibt also der Glaube auf der Strecke. Aber ich glaube, man muss sich eben eine Sache deutlich machen. So eine Schlange, die sich häutet, ist ja hinterher nicht ohne Haut. Das wäre auch schwer vorzustellen, ich habe kein Bild davon, ist vielleicht auch ganz gut so, sondern da ist schon eine neue Haut drunter. Eine Haut, die passt, die genau an die Form passt, die die Schlange dann hat, so wie sie bis dahin gewachsen ist. Und so ist es auch bei Menschen in Bezug auf den Glauben. Viele reden heute von sogenannten Dekonstruktionserfahrungen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, wenn nicht, dann habt ihr es jetzt. Ich vermute, das wird ein Begriff sein, den ihr in Zukunft öfter mal hören werdet, weil es Menschen betrifft und immer häufiger betrifft und es immer häufiger auch zu einer Schwierigkeit wird. Wenn man das in den Gemeinden nicht hört, ist das vielleicht Teil der Schwierigkeit. Dass das woanders besprochen wird und da keinen Platz hat in Gemeinschaft. Ich sage nicht, dass das überall so ist, aber es kann so sein und es ist so ein bisschen was, was sich abzeichnet. Jetzt zerbricht aber der Glaube nicht an Unglauben zwangsweise, sondern an einem reiferen, an einem weiteren, an einem heutigen Ich entsprechenden Glauben. Und die Erfahrung habe ich auch irgendwann machen müssen. Und nicht erst gestern, sondern schon ein paar Jährchen her. Als ich in Tabor angefangen habe, das war ja direkt, nachdem ich aus Tenlohe weggezogen bin, bis dahin war ich ja genau hier in der Gemeinde, und da war für mich alles schlüssig, logisch, gut erklärbar, was den Glauben betroffen hat. Und damit habe ich mich wohlgefühlt und ich habe auch so versucht, meinen Glauben nach außen hin so darzustellen, als etwas, was man denken kann, was irgendwo auch
ja, auf eine gewisse Weise zwingend ist. Zu diesem Schluss muss man kommen, weil da gibt es ja gute Argumente dafür. Und dann habe ich in Tabor also studiert und so nach 1 bis 2 Jahren spätestens habe ich gemerkt, wenn ich versuche, das aufrecht zu erhalten, diesen Glauben, mit dem ich dort angetreten bin, dann muss ich entweder wieder gehen, fliehen aus Tabor, oder ich wäre an der Aufgabe zerbrochen, mich ideologisch irgendwie mir Gewalt antun zu müssen. Und zu sagen, ich schotte mich gegen alles ab, es kann nichts gelten, ich kann mich nicht wirklich damit auseinandersetzen, was es bedeutet, sich mit dem Glauben eingehender zu beschäftigen, auch auf Dinge zu hören, die andere Menschen sagen. Jetzt wisst ihr, ich komme hierher und wer mich noch von damals kannte, der weiß, ich habe dann irgendwann so als Jugendlicher angefangen, nicht nur zum Jugendkreis zu gehen, sondern auch den Büchertisch zu plündern. Immer wieder Bücher mit nach Hause genommen, die mir spannend schienen, das waren dann nicht ganz wenige im Laufe der Zeit. Und da war manches Gute mit dabei, was Grundlagen gelegt hat, was mir wirklich geholfen hat. Und da war auch echt Schrott drunter. Das ist übrigens keine Beschwerde gegen Inge, die den Büchertisch bestückt hat, sondern die kann ja auch nicht alles gelesen haben, sondern man stellt halt alles Mögliche hin, was jetzt mal momentan gerade irgendwie in ist, was so gelesen wird. Und man auf gute Hoffnung, klingt vielleicht gut, schönes Titelbild oder so. Und dann kennen das aber alle. Man hat im Laufe seines Lebens als Gläubiger viel gelesen oder gehört und nicht alles sieht man heute noch genauso. Stellt euch das mal vor wie so eine Handvoll unterschiedlicher Pflanzensamen. Stellt euch ein Kind vor, das hat die irgendwie gesammelt oder irgendwo in die Finger bekommen und denkt, ich möchte jetzt auch mal was pflanzen, dann streut das diese gemischten Samen auf dem Beet. Und dann regnet es da drauf oder man gießt vielleicht noch extra, um das bisschen so zu beschleunigen. Und ganz viel davon wächst. Und das Kind freut sich natürlich und sagt, Mensch, ist ja schön, das klappt, ich habe das gemacht, ich habe was hingestreut und da wuchert tatsächlich was, wie toll, ich habe das geschafft. Und das Kind weiß noch gar nicht, ob das, was da jetzt wächst, ob das irgendwann genießbare Früchte trägt, ob das vielleicht ein schönes Gewächs ist oder ob das vielleicht sogar giftig ist oder ob das einfach nur Unkraut ist. Und beim Unkraut denkt man ja vielleicht im ersten Moment, toll, wie viel da wächst. Und man versteht überhaupt nicht, dass es so viel, dass nichts anderes daneben Platz hat, das überwuchert, das beschattet alles und hindert die Dinge, die wirklich gut wären, daran Platz zu gewinnen. Und gerade junge Pflänzchen, die zeigen ja noch nicht, was sie sind. Selbst fürs geübte Auge ist es schwierig, so in den Anfängen schon zu erkennen, was man vor sich hat. Jetzt hat Eva vor 2 Jahren so schöne Blumentöpfchen angeschafft, hat sie an den Balkon dran gehängt, um den Balkon so ein bisschen zu verschönern oder nutzbringend zu gebrauchen und hat also da Samen rein, damit da so Walderdbeeren wachsen. Schön, kann man sich schön drauf freuen und so. Und dann haben wir irgendwann bald gesehen, tatsächlich, da kommt was, so ein kleines grünes Pflänzchen. Und dann guckst du natürlich jeden Tag oder alle paar Tage mal hin und schaust. Und dann sahen wir schon das erste Blatt, so mit diesem zackigen Struktur. Dachte man, ja schön, so ne, wie Erdbeeren halt so sind. Und dann wurden das mehr Blätter, mehr Stängel. Und da kam aber nie Frucht dran, weil das war eine Brennnessel. Wir haben uns auf dem Balkon eine Brennnessel gezogen. Es ist irgendwie einzigartig, aber es bringt deutlich weniger Frucht, als man sich erhofft hatte. Dünner Tee wird vielleicht noch draus, ne? Plan A sah anders aus. Ja, und so ist das ja manchmal. Dann ziehst du was auf und irgendwann merkst du, das brennt und kann eigentlich weg. Obwohl das schön gewachsen ist. Also schön im Rahmen dessen, was für so eine Brennnessel eben möglich ist. Ein Kind wird, wenn es erwachsen wird, natürlich auch andere Ansprüche an sein Beet haben. Das soll Frucht bringen, da soll was Schönes wachsen. Und sein Urteilsvermögen, was schön ist, was eine gute Frucht ist, ja, das wird in diesem Prozess auch erst sich herausbilden müssen. Man lernt das erst abzuschätzen und wertzuschätzen, was da ist. Paulus bedient sich im 1. Korintherbrief eines Bildes, das in der griechischen Antike ziemlich geläufig war, nämlich das Bild eines Menschen, der zu Beginn ein Kind ist und dann erwachsen wird. Und dann legt er alles ab, was kindlich an ihm war, urteilt anders, denkt anders. Der tut es in der Stelle, die ich jetzt mehr oder weniger zitiert habe, in Kapitel 13, aber in einem ganz anderen Zusammenhang als der jetzt hier passt. Da geht es um Geistesgaben und ich möchte das jetzt nicht irgendwie verbiegen, bloß weil es schön klingt, aber man kann feststellen, dass Paulus diesen Gedanken nicht nur an dieser Stelle hat, sondern ihn als einen Grundgedanken mit sich trägt, der an verschiedenen Stellen Einfluss nimmt auf das, was er schreibt und zu sagen hat. Das Prinzip ist einleuchtend und so schreibt er auch schon im 3. Kapitel, ich konnte zu euch nicht reden wie zu geistlichen Menschen, sondern wie zu unmündigen Kindern in Christus. Da haben wir es wieder.
nicht so in diesem Zitat, wie es so knackig ist, aber das Prinzip ist vorhanden. Er spricht dann davon, dass er ihnen Milch zu trinken gegeben hatte, weil sie feste Speise noch nicht vertragen konnten. Und nur wenige Verse weiter zeigt er dann ein Symptom ihrer Unmündigkeit auf, nämlich, dass die einen sich zu Paulus bekennen und die anderen zu Apollos. Das sagt an der Stelle diese zwei und ganz vom Anfang des Briefes, ich glaube, das erste Kapitel ist es gleich, da macht der deutlich, wo das Problem liegt, nämlich, dass manche sich zu Paulus halten, manche zu Apollos, manche zu Petrus und wieder andere zu Christus. Ja. Und die sind sich alle irgendwie nicht ganz grün, also die streiten sich tatsächlich und es gab da schlimme Verwerfungen in Korinth und da gab es einiges zu sagen. Und dass sie sich darüber spalten, über diese Unterschiedlichkeit, das hält er für ungeistlich. Das macht sie eben so kindisch, das ist eben nicht das, was sein soll. Und dabei ist es ja schon so, dass, wenn wir jetzt mal auf diese menschlichen Autoritäten kommen, Christus mal außen vor lassen, Paulus, Petrus und Apollos, ja wenigstens zeitweise tatsächlich unterschiedliche Ansichten vertreten haben in wichtigen Dingen. Muss ich nur mal Paulus und Petrus angucken. Wenn es um die Frage nach dem Gesetz ging und danach, was das für die Heidenchristen zu bedeuten hatte, ging es heiß her. Lest euch den Galaterbrief an, wie Paulus darüber redet, wie er mit dem Petrus richtig aneinander geraten ist. Ja, weil es dann lebenspraktisch wurde auch und Petrus nicht mit den Heiden sich an den Tisch setzen wollte. Schwierig. Oder von Apollos hören wir, dass er zwar richtig und gut von Jesus redete, aber nichts von einem Heiligen Geist wusste und die Leute nur mit der Taufe des Johannes getauft hat. Das sind ja jetzt keine Kleinigkeiten, sondern das sind wirklich Dinge, um die es sich auch gelohnt hat, zu zackern, aber eben nicht so, dass Gemeinde daran zerbricht. Das ist gerade das Problem, das Paulus zeigt und sagt, ihr droht daran kaputt zu gehen. Er nimmt diese Unterschiede also nicht als Rechtfertigung dafür, dass sich die Korinther zerstritten haben und sagt auch nicht gut, dass sich wenigstens einige auf mich berufen und mal denen Kontra bieten, die den anderen Spinnern glauben, sondern er zieht ein ganz anderes Bild hier auf. Er benutzt Bilder des Wachstums und sagt, der eine pflanzt und der andere begießt. Auch um zu erklären, dass unterschiedliche Lehre und unterschiedliche Ansichten, die sie mit sich bringen, zum Gedeihen führen durch Gott. Was ich total interessant finde, ist, dass er nicht sagt, Apollos hat gesät und er habe dann begossen, weil das ließe sich ja so deuten wie, naja, Apollos hat so die Basics gewusst, na, aber so richtig gut hat er sich nicht ausgekannt, das hat gereicht, um mal einen Samen zu setzen, aber dann kam ich so als der geübte Gärtner und ich habe dann die Pflanze zur Vollendung gebracht und dann ist sie auch wirklich gewachsen und hat Frucht gebracht, ist schön geworden, sondern er sagt es genau andersrum. Ich habe gepflanzt und Apollo hat begossen. Und er kommt zu dem Schluss, so ist weder der pflanzt noch der begießt etwas, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der macht aus all diesen menschlichen Bemühungen letztlich etwas, was Frucht bringt, was schön wird. Jetzt erlebe ich so, dass es in Gemeinden und Gemeinschaften immer wieder Strömungen gibt, die haben Angst vor Entwicklung, die haben Angst vor Wachstum. Warum? Sie sehen Wachstum, aber sie erkennen nicht Wachstum, sondern sie sehen nur und erkennen nur Veränderung. Da verändert sich ja was. Und da besteht ja gemeinhin Angst, wenn sich Dinge verändern. Und die Reaktion ist, dass alle Veränderung verstanden wird als Abweichung, als Aufweichung. Und dann ist gleich der Generalverdacht da, oh, jetzt ist das Böse am Werk. Das ist schwierig. Das greift auch echt zu kurz. Wir stehen selbst als erfahrene Christen ja in der Gefahr, nur das als Wachstum zu erkennen, was sich uns annähert. Und sagen wir, Mensch, das wird richtig schwierig, das wird bedrohlich und da müssen wir jetzt Angst haben um den oder um uns und unsere Gemeinde, was alles kommen könnte. Und da merken wir schon, was steht denn hier im Zentrum? Ist das Christus? Oder bin ich das, von dem aus ich urteile, wohin der andere sich entwickelt? In die richtige oder die falsche Richtung? Es gibt Menschen, die ganz viel Sicherheit finden, ab einem gewissen Maß nur noch gefangen gesetzt. Sagen, hier kann kein Raum, das fühlt sich nicht an wie Lebensraum, sondern wie Beton. Hier ist alles fest und so muss es sein. Keins ist einfach nur richtig. Und doch hat Helfen, so heißt Glaube ganz sicher auch eines nicht, nämlich Stillstand. Glaube wird immerzu mit Wachstum verglichen, im Bild der Pflanze. Wo aus dem Samenkorn eine Pflanze wird, wo eine Pflanze anfängt, Früchte zu tragen, wo ein Mensch geboren wird, wiedergeboren wird,
wo ein Kind zum Erwachsenen heranreift. Glaube ist in Entwicklung, es ist eine Sache der Reifung, es ist eine Frage des Fortschrittes auch in der Erkenntnis. Und das nicht nur bis zum gewissen Punkt, bis man sagt, jetzt bin ich mir aber sicher, sondern immerzu. Sagt, wer meint, er habe erkannt, der hat noch nicht erkannt, wie er erkennen soll. Ich glaube aber, dass ich es noch nicht ergriffen habe. Das ist reifer Glaube. Zu wissen, man ist noch nicht. Mich bewegt das persönlich so sehr, weil ich merke, dass meine Generation so sehr, ich will jetzt nicht gemein sein, aber dann finde ich niemanden in meinem Alter vor. Es soll kein Vorwurf sein, aber es ist eine Feststellung und das ist ja auch nicht nur hier so, ich sage das nicht nur hier. Wo ich auch hinkomme, und ich bin ja jetzt inzwischen in manchen Gemeinden gewesen, ich erlebe das oft. Die Nächsten sind entweder 10 Jahre älter oder 10 Jahre jünger, so ungefähr. Und Eva und ich als Familie, wir sind ganz oft fast die Einzigen oder die Einzigen. Ich finde, das ist schon was, was man mal feststellen kann. Es gibt selten Platz in Gemeinden. Viele von ihnen leben ihren Glauben irgendwie nur noch privat, weil sie das Gefühl haben, immer zwischen den Stühlen zu sitzen. Zwischen den Stühlen zu sitzen. Die einen sehen sie verächtlich an, weil sie zu offen sind für wissenschaftliche Erkenntnisse, für geschichtliche Zusammenhänge und angeblich neue Betrachtungsweisen biblischer Texte, was dann oft gar nicht so der Fall ist, wenn man genauer hinguckt. Oder aber sie werden verachtet für ihre beinahe naive Frömmigkeit, ihre fast schon rührselige Liebe zu Jesus und ihre Offenheit für Wunder. Also kannst dir eine Gemeinde aussuchen und musst halt dann wählen, quasi von wem du lieber verachtet werden möchtest. Das ist irgendwie nicht so die echte Wahl, ne? Hinter beiden Extremen, jemanden so zu beurteilen, steckt letztlich die Anmaßung, im eigenen Glauben und der eigenen Form des Glaubens das Ideal gefunden zu haben und zu sagen, so muss das vor Gott sein. Der Glaube ist immer nur so, in Bewegung ist, wo Bewegung drin ist, wo Platz ist, auch für eine gewisse Vielfalt. Christlichen Glauben, ehrlich gesagt, gerade deshalb als unglaublichen Reichtum, weil er Menschen Raum zur Entfaltung treibt und unterschiedliche gute Früchte trägt. Und weil ich nicht das Gefühl habe, dass Jesus kam als der Prophet, der gesagt hat, so, und ich sage jetzt alles, was richtig ist, in dem Sinne, dass es voll, dass man sich sklavisch halten muss, wäre die Menschen halten, was ich merken, wenn wir dann hingucken, wir finden jetzt keine Theologie vor, die fertig ist, kein Standardwerk der Dogmatik, sondern wir finden ganz viel vor, wie er lehrt, wie wir miteinander umgehen, in Liebe und in Annahme. Und natürlich macht er viele Aussagen über Gott, aber nicht so, dass das alles vielfältig und die Menschen, die Jesus vielfältig und kein Einzelner seiner Vielfalt komplett widerspiegeln und abdecken. Ich nicht und du nicht. Und natürlich, ich gebe das gerne zu, wenn ich jetzt hier so blumig rede, auch ich halte vieles für gewöhnungsbedürftig, unbequem und ich fühle mich damit nicht ganz wohl. Ja, aber ich habe gelernt, mit dem Verdacht zu leben, dass es in den allermeisten Fällen besser ist, und ihres Glaubens zu gewöhnen und es wertzuschätzen, als den Versuch zu unternehmen, alles zu bekämpfen, was nicht glaubt, wie ich, und davor zu warnen. Denn wenn ich ehrlich bin, dann habe ich das schon ganz oft gemacht in meiner Biografie, vor Dingen gewarnt, die ich überhaupt nicht verstanden habe, die mir einfach nur komisch vorkamen, und das hat mir gereicht, ein Urteil zu fällen. Und ich habe dann oft noch nicht mal den Versuch unternommen, sie zu verstehen. Ich habe gewarnt aus Angst und Unverständnis und ich war hart mit meinen Urteilen und ich habe sie als endgültig bezeichnet, als wäre ich jetzt bereits am Ende meiner Weisheit angelangt in meinem fortgeschrittenen Alter. Wie anmaßend das ist. Ja. Und das habe ich ja schon, ich glaube, es war manchmal hart mit mir, es auszuhalten, so wie ich meine Ansichten präsentiert habe. Und ich möchte, insbesondere als Prediger, als einer, der lehrt und versucht, Menschen im Glauben auch zu befähigen und weiterzubringen, Luft zum Atmen lassen. Die Möglichkeit, mir zuzuhören und nicht zuzustimmen und zu sagen, ich sehe das ganz anders als du. Und dem, der so denkt, das Gefühl zu geben, ich bin ihm immer noch gut. Ich stehe jetzt nicht hier und urteile. Ich möchte, dass Menschen in Gemeinden weiter glauben können, in jeder Hinsicht. Diesen Korridorblick aufgeben, lernen, mich an der Weite des Horizonts zu erfreuen. Auch wenn ich natürlich niemals jeden einzelnen Ort am Horizont besuchen kann, dafür reicht mein Leben nicht aus und das will ich vielleicht auch gar nicht, man möchte nicht überall hinreisen und sich dort irgendwie heimisch fühlen, aber ich glaube, man kann trotzdem den Blick auf den Horizont lernen, mehr zu genießen, als in den Korridor zu blicken und zu sagen, so muss es sein und rechts und links davon ist kein Platz mehr.
Ich möchte Menschen die Chance geben, weiterhin zu glauben, statt zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Allein schon um meiner Generation willen. Meine Erfahrungen und meine Erkenntnis, die mache ich natürlich stark, mache ich ja jetzt auch mit der Predigt, gebe ich gerne zu. Aber ich möchte es verstanden wissen, möchte mich verstanden wissen als ein Gegenüber, als ein Gesprächspartner und nicht als jemand, der sagt, wie es jeder muss. Richter zu sein, das überlasse ich dann gerne Gott und ich glaube, er hat ein wesentlich gnädigeres Herz, als ich das habe. Manche macht das Angst und denken, ja, dann wird ja jetzt überhaupt nichts mehr klar gesagt, dann gerät ja alles ins Schwimmen, dann kann ja plötzlich alles sein. Ist die Frage, aber ich glaube, man muss sich dann auch fragen, willst du denn, dass ich das sage, was alles klar ist und was wie sein muss? Oder möchtest du gerne, dass Stefan euch das immer sagt und so ist das dann ganz genau? Oder wen genau würdet ihr denn wählen, der jetzt ganz genau sagt, wie die Dinge sind, wie sie klar sind und was man nicht mehr hinterfragen darf? Ich verweise da immer gerne auf Jesus und sage, ja, ihm traue ich es zu, aber selbst bei ihm merke ich, wie sehr ich im Lernen bin und wie sehr das im Wandel ist, was ich von ihm verstehe. Und ich glaube, man muss es vielleicht mal selbst erlebt haben, was es bedeutet, wenn das Gewissen es einem abnötigt, eine andere Position zu beziehen, als dass der Mehrzahl in der eigenen Gemeinde klar ist, was richtig ist. Dann entstehen nämlich plötzlich ganz andere Ängste. Ängste, nicht mehr atmen zu können, nicht mehr echt sein zu können, zum Schweigen verdammt zu sein, nicht mehr ehrlich über die eigentlichen Fragen, meine eigenen Fragen des Glaubens reden zu dürfen, weil ich Angst habe, sonst rausgekickt zu werden. Ich rede da aus eigener Erfahrung. Und in meiner eigenen Generation gibt es eben viele, die haben Angst vor Gemeinschaft oder wenn nicht Angst, dann wenigstens die Schnauze voll und sagen, Entschuldigung, aber allein ist dann doch schöner. Und wenn ich ihre Geschichten höre, dann verstehe ich auch, warum das so ist. Viele sind an den Punkt gekommen, wo sie nicht mehr sie selbst sein durften, wo Entwicklung und Wachstum ausgebremst wurden, gar verboten wurden, aus Angst, er könnte vom Glauben abfallen. Wenn du das jetzt weiterdenkst, dann kommst du in ganz große Gefahr und dann setzt man eine Grenze und sagt, also du kannst hier sein, wenn du es so siehst, wenn nicht, dann nicht. Und was ist passiert? Du kannst etwas, was lebendig ist, nicht künstlich kleine Grenzen setzen, das funktioniert nicht. Das ist immer schnell beim Löwenzahn, der durch den Asphalt bricht. Es klappt nicht. Und dann passiert nämlich das Schlimmste, was man eigentlich versucht zu verhindern. Man versucht es zu verhindern, dass die Leute vom Glauben abfallen und dann sind sie plötzlich wirklich weg aus der Gemeinde und keiner weiß, was passiert, außer sie selbst. Man verliert sie aus den Augen. Ich möchte dazu beitragen, dass Menschen in Gemeinden einen Ort finden, an dem sie willkommen sind. Ob ihr Glaube noch in den Kinderschuhen steckt, ob sie gerade in der geistlichen Pubertät sind, man sich denkt, das ist wild, wow, wo seid ihr gerade hin unterwegs? Oder ob sie vielleicht auch echt schon im fortgeschrittenen Alter sind und Meinungen vertreten, die auch nicht jeder teilt, aber wo man merkt, das ist fundiert und das hat Leben hinter sich und Erfahrung. Und dazu reicht es nicht, dass ein Einzelner das sagt, das kann auch ich nicht bewerkstelligen, sondern dazu muss ich eine Kultur ausbilden, die man nur gemeinsam schaffen kann. Eine Kultur des Einanderzuhörens, des Entdeckerwillens, der gegenseitigen Hochachtung und auch wirklich der Bereitschaft, einen in den Dialog so hineinzugehen, dass ich auch wieder anders herauskommen kann. Die Bereitschaft, wirklich vom anderen zu lernen, die Möglichkeit, vom anderen überzeugt zu werden. Sonst ist es kein Dialog. Und ich glaube, an vielen Stellen ist das heute schon gut, aber ich merke auch, an vielen Stellen ist das echt noch schlecht. Und auch ich muss da weiterhin lernen, muss das lernen, Menschen zu nehmen, Glauben auch zu akzeptieren von anderen und offen zu sein, darüber zu reden. Und ich muss mehr lernen, Christus als das Zentrum zu sehen. Und zu sagen, darauf kommt es an. Und von dieser Mitte aus geht es nach außen in allen Fragen. Und darum möchte ich jetzt abschließend noch einen Blick auf eine Rede Jesu werfen, die euch wahrscheinlich einigermaßen vertraut ist, zumindest vom Stichwort her, neuer Wein in alte Schläuche. Steht zum Beispiel in Lukas 5, Abvers 36, ich lese mal da einen Abschnitt vor. Und er sagte zu ihnen ein Gleichnis. Niemand reißt einen Lappen von einem neuen Kleid und flickt ihn auf ein altes Kleid.
sonst zerreißt man das Neue und der Lappen vom Neuen passt nicht auf das Alte. Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißt der neue Wein die Schläuche und wird verschüttet und die Schläuche verderben. Sondern neuen Wein soll man in neue Schläuche füllen. Das hat Jesus als Antwort gegeben an Pharisäer und Schriftgelehrte, die gewisse Erwartungen an ihn hatten, die er nicht erfüllen konnte und wollte. Was er damit verdeutlicht, ist ihr Versuch, das Alte zu erhalten, um jeden Preis. Sie wollten das alte Kleid nicht wegwerfen, sondern retten, indem sie aus einem neuen Kleid einen Flicken rausschnitten, der scheinbar auf das Problem, das Loch, gepasst hat. Wie absurd das ist, wird jedem klar, oder? Dann hast du zwei kaputte Kleider. Ein neues kaputtes und ein altes kaputtes. Das ist beides Schrott. So funktioniert's nicht. Und sie wollten auch den alten Weinschlauch nicht beiseite legen, sondern auch den neuen Wein dort hineinfüllen. Du kannst natürlich sagen, ja, bei dem alten Schlauch wissen wir schon, dass der hält. Der hat sich schon bewährt. Der ist doch noch gut. Der war schon immer gut. Und da kommt jetzt auch der neue Wein rein. So, und so versuchen sie auch Jesus wie einen Flicken zu benutzen, um das Althergebrachte zu retten. Davon hält Jesus nichts. Wenn ihr schon ein neues Kleid in eurer Hand habt, dann zieht es doch bitte an, statt es zum Sinn ein Abgrund wäre und meine Seele ein weites Meer, das ich dich möchte fassen. Das ist der Wunsch und es ist gut, dass es unser Wunsch ist, aber wir müssen unterscheiden zwischen Wunsch und Realität. Unser Sinn ist kein Abgrund, das alles fassen kann, wo alles reinpasst, schon gar nicht Jesus. Der findet da schon auch Platz drin, aber nie, dass wir sagen, so, jetzt können wir zumachen, das Deckel drauf und dann ist fertig. Ich habe so den Verdacht, manche Christen verstehen das mit Jesus so, dass es wie so ein Lichtschalter, an oder aus. Es ist äußerst komplex, da wird gelacht, ja. Aus heißt, du hast Jesus nicht, Punkt. Und an heißt, du hast Jesus und das ist schön, weil das heißt ja, du bist an, ich bin an, wir sind uns in allem einig, in allen wichtigen Dingen sind wir völlig klar miteinander. Das heißt, ganz kurz gesagt, alle Ungläubigen sind anders und dann gibt es die echten Gläubigen und die sind halt so wie wir und, oder wie ich. Und wenn jemand nicht so ist wie ich, ist der Schluss ja klar, dann ist das eben kein echter Gläubiger. Das habe ich schon wirklich oft gehört in verschiedensten Variationen. Es ist so verletzend. Es ist so ausschließend. Und es treibt Menschen weg, wirklich weg. Nicht nur in der Theorie, wirklich weg. Wie arm wäre der christliche Glauben, wenn das wahr wäre? Richtig gläubig ist jemand, wenn er so glaubt wie ich. Manche denken jetzt vielleicht, ja, wenn alle glauben würden wie du, Alex, dann wäre der Glauben arm. Ja, genau, wirklich, so ist es, ich stimme zu. Aber es gilt eben auch das andere. Der Glaube wäre unfassbar arm, wenn alle so glauben würden wie du. Jeder hier. Nicht als Beleidigung gemeint, aber einfach als realistische Anerkenntnis, wie eingeschränkt wir als Individuen sind. Glaube heißt heute für mich, in der Gewissheit zu leben, dass Jesus mein Verständnis von ihm, von Gott, dem Vater, der Welt, den Menschen irgendwann schon wieder sprengen wird, wie er das schon öfter getan hat. Und ich werde früher oder später wieder einmal viel von dem aufgeben müssen, was mir heute ganz klar und absolut erscheint. Und ich gebe gerne zu, das hat mir früher mal Angst gemacht. Und heute macht es aber Vorfreude. Weil ich weiß, dass Jesus derjenige ist, der da an mir arbeitet. Es sind etliche, die pflanzen und begießen, aber er bringt das Gedeihen. So wie man sich eben auch darüber freut, dass eine Pflanze wächst, dass sie schön wird, anfängt Früchte zu tragen. So wie man sich freut, dass da ein Kind im Mutterleib heranwächst, nicht klein bleibt, sondern mehr wird und irgendwann den Rahmen sprengt. Und dass es auf die Welt kommt, geboren wird, da sagt man ja nicht, ja schade, dass die Schwangerschaft jetzt vorbei ist, sondern juhu. Neues Leben. Und man freut sich auch darüber, dass das Kind heranwächst, dass es größer wird, dass es Dinge lernt, dass es eine eigenständige Persönlichkeit wird. Darauf hoffen wir alle, dass es dazu kommt. Und auf diese lebendige, echte, authentische Art und Weise hoffe ich auch,
im Glauben, dass Glaube so sein kann und dass wir einander ansehen können, ohne verurteilen zu müssen, sondern miteinander auf dem Weg sein können, uns daran freuen können, was Menschen für Früchte tragen, was für Blüten sie treiben im Glauben. Ich möchte noch beten. Jesus, das fordert uns echt heraus. Die Andersartigkeit fordert uns heraus, weil es uns oft auch selbst hinterfragt, uns unsicher macht und immer diese Frage, sind wir richtig? Und ich danke dir, dass wir aus deiner Gnade leben, dass Richtigkeit, Gerechtigkeit ein Geschenk von dir ist. Nichts, was wir uns erarbeiten, dadurch, dass wir uns festlegen und dann ganz sicher sind in Bezug auf uns selbst. Ich will dich bitten, dass wir mit dieser Demut auf unsere Erkenntnisfähigkeit gucken, auf unseren Zustand als Christen, wo wir heute stehen, und die Bereitschaft mitbringen, noch zu wachsen an dir, in dir, durch dich und mit dir. Dazu hilf uns als Einzelne und als Gemeinden. Amen. Ihr dürft gerne aufstehen zum Segen, wenn ihr das möchtet. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen. Ja, an dieser Stelle sage ich schon mal allgemein Tschüss an alle, wenn es später nicht mehr klappt mit der persönlichen Begegnung, und hoffentlich bis bald.